Wälder werden wichtiger. Weltweit und vor unserer Haustür in Deutschland. Die Vereinten Nationen machen durch das Internationale Jahr der Wälder global auf die vielfältigen und positiven Funktionen des Waldes aufmerksam. Aber auch auf die Bedrohung unserer grünen Lunge. Wir haben unseren Junior-Reporter Luis losgeschickt, um einfach gute Fragen zu stellen. Ich berichte für den Mittelstandsforum ZGV über Waldgeschichte und Wirtschaftsnachrichten. Beides gehört ja auch eigentlich zusammen in diesem internationalen Jahr der Wälder. Beschäftigen wir uns als kooperierender Mittelstand genug mit dem Wald? Erkennen wir das positive Potenzial der Farbe Grün? Fragen sind erlaubt. Was bedeutet eigentlich Wald für Sie? Wald bedeutet für mich Leben. Ich denke also, jedes Unternehmen kann etwas dazu beitragen, also den Wald und die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten, weil auch kleine punktuelle Maßnahmen in der Masse eben sehr viel ausrichten können, um auf die Weise, selbst wenn man also pro Unternehmen nur für das Pflanzen von ein paar Bäumen sorgt, man im Großen und Ganzen sehr viel erreicht. Wenn man die ansonsten coolen Wirtschaftslenker ganz persönlich auf ihr Waldgefühl anspricht, kommen rationale Topmanager nachdenklich ins Schwärmen. Was war Ihr erstes tolles Walderlebnis? Mein erstes tolles Walderlebnis war ein Ausritt. Und zwar hatte ich als kleines Mädchen immer schon die Idee, dass ich ein Pferd haben wollte. Und Reiten war sowieso das Allergrößte. Und mein erster Ausritt dann mit meinem eigenen Pferd, das war eigentlich das Tollste. Was tut Ihre Firma für den Wald in Ihrer Umgebung oder irgendwo auf der Welt? Also im Moment tun wir noch nicht ganz schrecklich viel, aber wenn ich so überlege, erstmal sollten wir vielleicht wirklich was vor Ort machen. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir dort auch Bäume pflanzen und eine schöne Gartenbank installieren, dann könnte das vielleicht auch zum neuen Naherholungsgebiet werden in unserer Stadt. Was bedeutet eigentlich Wald für Sie? In erster Linie Freizeit, ganz viel Freude und am liebsten morgens beim Jogginglauf. Was tut Ihre Firma für den Wald in Ihrer Umgebung oder irgendwo auf der Welt? Konkret tun wir nichts für den Wald, wir tun was für die Kinder. Wir fördern ganz viele Kinderstiftungen und helfen den Jugendlichen, dass sie mit Sport ein gesundes Leben führen und dann ganz viel für den Wald tun. Wenn Sie sich erinnern, was war Ihr erstes tolles Walderlebnis? Mein tolles Walderlebnis war, wie ich jung war, haben wir uns getraut, im Wald eine Baumhütte zu bauen. Und das war, als ob das am Ende der Welt war. Und wenn ich jetzt gucke, den Abstand, dann war es nur ein paar hundert Meter. Wie alt waren Sie da genau? Da war ich so rund die 6, 7 Jahre. Was tut Ihre Firma für den Wald in Ihrer Umgebung oder irgendwo auf der Welt? Ich komme aus der Fahrradbranche und das bedeutet, dass jeder, der ein Fahrrad kauft und fährt, tut sehr viel für das Wald und das Umwelt. Ich würde gerne noch mal einen Wald finden, in dem also noch Lianen hängen von den Bäumen und mal Tarzan spielen. Oder auch mal die Möglichkeit, wie meine Kindheitserlebnisse, vielleicht mal einen Fluss zu bauen, noch mal auf einem wunderschönen See im Wald, um dann noch mal ganz ruhig die Seele baumeln lassen zu können. Denn ich denke mal, in jedem Erwachsenen steckt doch ein bisschen Kind und das sollte man sich auch erhalten. Also, im Gebüsch verstecken gilt nicht. Machen Sie mit Ihrer Firma, mit Ihrer Verbundgruppe. Ich bin Luis, ich bin 9 Jahre alt. Im Jahre 2020 werde ich 18 Jahre alt sein. Dann komme ich gucken und frage erneut.